ich muss die Menschen ernst nehmen. Ich bin der Meinung, dass wir gerade in Bezug auf das Thema Klassenfahrt manchmal so ein bisschen rabiat damit umgehen, dass es eben nicht allen Menschen automatisch gut geht, nur weil es demnächst auf Klassenfahrt geht. Vorher bin ich ein Freund davon, ein bisschen Zeit zu investieren, vielleicht auch in einen Elternabend, zu dem es nicht darum geht, wann fahren wir los und wie viel Geld kostet das ganze Ding, sondern die Möglichkeit schaffen, dass Eltern sagen können, ja, ich hab Angst. Ja? Und je mehr das Raum haben darf, das ist so meine Erfahrung, desto weniger werden Kinder während einer Klassenfahrt Angst haben. Und während einer Klassenfahrt, das kann ich vorher auch schon besprechen mit Eltern, wenn ich achtsam bin als Lehrer und spüre, oh, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es Kindern ja wirklich nicht gut geht. Ja, mein Gott, das darf ich nicht persönlich nehmen als Lehrer. Und es gibt Momente, an denen ich dann auch Eltern anrufe und sage, wissen Sie was, ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht. Jetzt wäre es, glaube ich, eher angebracht, dass Ihr Kind abgeholt wird.